Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen mega leichten Money Glitch. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem Leute, für die mich überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, so was die krassesten Glitches, die es in GTA gibt. Also gut Leute, ich habe ja gesagt, es gibt einen Money Glitch. Aber Leute, hier muss ich sagen, dieser Money Glitch ist nicht solo. Falls ihr einen Money Glitch sucht, der solo ist, ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link zum Video reingesetzt, wo ich schon mal einen solo Money Glitch hochgeladen habe, der noch funktioniert. Nur, dass ihr es wisst. Also gut Leute, was braucht ihr denn eigentlich für diesen Money Glitch? Für diesen Money Glitch, klar, braucht ihr einen Freund. Ganz wichtig. Außerdem Leute, braucht ihr die Arena-Werkstatt. Und in der Arena-Werkstatt, Leute, braucht ihr das Fahrzeug, was ihr gerne euch duplizieren möchtet. Also in diesem Video dupliziere ich eine LG Retro Custom. Aber Leute, es kann auch irgendwie ein anderes Fahrzeug sein, was ihr euch duplizieren wollt. Zum Beispiel ein Easy Classic, der ja angeblich am meisten bringt. Außerdem, Leute, braucht ihr in dieser Arena auch noch irgendwelche andere Fahrzeuge. Und nein, Leute, diese anderen Fahrzeuge verliert ihr nicht für diesen Glitch. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge, auch ganz wichtig. Und zu guter Letzt, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also zum Beispiel einen kostenlosen LG oder ein kostenloses Stockcar-Auto. Und dieser LG oder Stockcar-Auto muss irgendwo in irgendeiner Garage stehen. Es ist tatsächlich völlig egal, in welcher Garage. Wirklich völlig egal. Also gut, Leute, wenn ihr das Ganze habt, sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes, Leute, seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner Sitzung. Es kann eine Einladungssitzung sein, es kann eine Freundessitzung sein, kann auch eine öffentliche Sitzung sein. Nämlich, dieser Glitch geht überall. Als nächstes seid ihr mit eurem Freund bei Alice Kami drinne. Und ganz wichtig, Leute, ihr persönlich müsst mit einem persönlichen Fahrzeug da reinfahren. Und nein, Leute, dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren, sprich, kann irgendein persönliches Fahrzeug sein. So, seid ihr jetzt bei den Alice Kami drinne, setzt sich jetzt euer Freund in euer Fahrzeug rein. Sitzt jetzt euer Freund in eurem Fahrzeug drinne, geht jetzt einfach zu Fuß wieder raus. Denn als nächstes müssen wir jetzt nämlich zu unserer Arena-Werkstatt. Und ganz wichtig, Leute, ihr dürft jetzt kein persönliches Fahrzeug draußen anfordern. Sprich, wenn ihr ein Fahrzeug sucht, dann nehmt ein Straßenfahrzeug oder ein CEO-Fahrzeug, zum Beispiel den Buzzard. So, seid ihr jetzt bei eurer Arena angekommen, Leute, geht es einfach zu Fuß hinein. Seid ihr drin angekommen, steigt jetzt in das Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. Also in meinem Beispiel ist das ja hier der LG Retro Custom. So, seid ihr jetzt drin, Leute, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste und direkt danach die Optionstaste. Sprich, ihr wollt in die Tuning-Garage und öffnet das Optionsmenü. So, habt ihr das Optionsmenü offen gehabt, schließt jetzt einfach mit Kreis. So, wenn jetzt alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr es mit dem Fahrzeug einfach fahren können. Das bedeutet, ihr drückt mal die R2-Taste und ihr werdet merken, oh, ich kann die Arena ja fahren. Sehr schön. Denn als nächstes müsst ihr das Fahrzeug beim Ausgang einklemmen. Das bedeutet, ihr fahrt jetzt hier zu einer Garage und klemmt schon mal eine Fahrzeugseite zur Garage ein. Als nächstes, Leute, steigen wir jetzt in ein ganz anderes Fahrzeug ein, was wir diesen Glitch natürlich auch nicht verlieren, und klemmen eine andere Seite vom Fahrzeug ein, was wir uns duplizieren wollen. Also sprich, bei mir ist es jetzt hier die Fahrerseite, die noch nicht eingeklemmt ist. So, ich nehme das Fahrzeug hier und klemme jetzt die Fahrerseite ein. So, habt ihr es ganz gemacht, Leute, ungefähr so wie hier im Video. Dann müssen wir jetzt erstmal testen, ob wir uns überhaupt rein teleportieren in das Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen. Also sprich, Leute, ihr drückt mal Dreieck, während ihr aufs Fahrzeug schaut. Und ihr werdet merken, Leute, ich werde hier rein und raus teleportiert, jedes Mal, wenn ich Dreieck drücke. Sehr gut. Denn als nächstes kommt ein kleiner Timing-Part, aber der ist tatsächlich nicht schwer. Denn wir gehen jetzt hier zum Ausgang zur Garage, so dass sich oben links das Menü öffnet, Arena verlassen. Aber gleichzeitig haben wir es natürlich auch auf unser Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen. Und jetzt, Leute, müsst ihr wirklich exakt gleichzeitig Dreieck und X drücken. Das bedeutet, ihr werdet ins Fahrzeug rein teleportiert und ihr verlasst die Arena. Und wenn hier alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr mit dem Fahrzeug draußen spawnen, was ihr euch duplizieren wollt. So, jetzt als nächstes nehmt ihr euer Handy, ruft euer Mechaniker an und fordert jetzt das Fahrzeug, was für diesen Glitch verlieren könnt. Also einen kostenlosen LG oder hier so ein kostenloses Stockcar-Auto. Wenn ihr jetzt den kostenlosen LG oder den kostenlosen Stockcar bestellt habt, Leute, wartet ihr so circa 10 bis 15 Sekunden, denn das Auto muss ja geliefert werden. Aber das seht ihr gar nicht, ne? Deswegen müsst ihr diese Zeit abwarten. Und sobald die Zeit verstrichen ist, könnt ihr eurem Freund sagen, ey, yo, du kannst das Fahrzeug verlassen. Also bitte steig mal aus meinem Auto raus.
und ihr werdet sehen, Leute, dass das Fahrzeug im LSK-Meet verschwindet und euer Nummernschild sich ändert. Und zwar kriegt euer Fahrzeug jetzt das Nummernschild von kostenlosen Elegy oder welches Fahrzeug halt ihr jetzt so gesehen verloren habt. Und ab jetzt ist es auch eine Kopie, Leute. Um diese Kopie abzuspeichern, brauchen wir jetzt einfach den MOC. Falls ihr über das Interaktionsmenü euren MOC nicht anfordern könnt, weil da steht, das Fahrzeug ist nicht unbesetzt, dann steigt ihr kurz aus, dann könnt ihr es anfordern und dann könnt ihr euch auch wieder reinsetzen. So, ist euer MOC geliefert worden, fahren wir jetzt einfach zu MOC und fahren hinten rein. Falls ihr hinten noch ein Fahrzeug stehen habt, müsst ihr bestätigen, dass ihr umpacken wollt, aber in meinem Fall war mein MOC einfach leer. So, und in diesem Moment, Leute, ist euer Duplikat komplett abgespeichert. Sprich, ihr könnt das Fahrzeug jetzt einfach behalten, irgendwo parken für schlechte Zeiten oder wie ich einfach direkt verkaufen und schauen, wie viel Geld denn unser Fahrzeug bringt. Aber Leute, das war's schon mit dem Money Glitch. Wenn euch dieser Money Glitch gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen nach oben da und für die Leute, die sich noch überhaupt gar nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also let's go. Aber Leute, bei diesem Money Glitch muss man hier auch noch betonen, wenn ihr jetzt direkt weiter glitchen wollt, müsst ihr sich von Step 1 wieder anfangen. Nämlich mit euren Freunden euch ein LSK-Meet-Treffen mit einem persönlichen Fahrzeug. Das ist leider bei diesem Glitch leider so. Aber gut, Leute, ich bin mal raus. Euer Wombat. Ciao.